Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Trailer-Sondersendung, die ganz im Zeichen einer ganz bestimmten Person steht. Genauer gesagt, eine Frau, wie sie vielfältiger und einzigartiger nicht sein könnte. Und, wie Sie sogleich sehen werden, verantwortlich dafür ist, dass einer der größten Regisseure unserer Zeit auch einen seiner größten Erfolge feiern konnte. Schön, dass ihr alle da seid. Danke recht schön, gell, dass mir heute die Gelegenheit gibt, mein Lebenswerk so richtig vorstellen zu können. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, den Shootingstar der internationalen Kochkunst filmisch zu ehren heute. Jeanne d'Arc der Nouvelle Cuisine, sagen viele zu ihr. Ich nenne sie halt immer ganz gern die Bertha von Suttner des Wiener Schnitzels. Aber ihr guter Freund, ihr werdet sie später noch kennen, zu ihr sagt die Donna Leon des Osso Buco. Sie hat halt alles, was einen echten Superstar ausmacht. Sie ist raffiniert wie eine Rebastete, herzhaft wie eine Kernöl-Eierspeise und natürlich süß wie ein Mousse au Chocolat. Sie versteht es auch seit vielen, vielen Jahren, ihre Gäste entsprechend einzukochen und in Erstaunen zu versetzen. Und so war es natürlich naheliegend für mich, diesem ihren Leben auch filmisch das Denkmal zu setzen, das sie ihren unzähligen Freunden und Bewundern seit jeher ist. Die Idee, der Mensch und sein kulinarisches Wirken komprimiert auf 90 schonungslose, nervenzerfetzende, auf und überaus anregende Minuten, das war für mich natürlich die Herausforderung meiner Karriere, das könnt ihr euch vorstellen. Und soweit die Idee, aber wo soll man beginnen? Wer kann diese kulinarische Urgewalt überhaupt adäquat verkörpern? Einfach, wie sie diese Blumen in die Erde steckt, auch wenn es noch Winter ist, einfach Plastikblumen, aber es schaut einfach so schön aus. Also diese Kreativität, das hat nur Margit, das hat nur Margit. Was sie mir nicht alles beibringen konnte, wie ich denke, wie ich lebe, das Nähen, das Kochen, das Haushalt führen, die Kinder, die Enkelkinder, all diese Organisationen, das war für mich schon schlimm, weil, wissen Sie, Schauspieler, wir haben ja sowas nicht. Wir haben ja überhaupt keine Ahnung, was es heißt, so zu leben und zu kochen. Und ja, also ich muss schon sagen, das ist die größte Herausforderung meines Lebens. Ich bin fast daran gescheitert, aber wissen Sie, ach, ich lasse mir das nicht anmerken. Ja, ein Oscar, das wäre schon was. Die Meryl Streep, ein Wahnsinn, super geil. Also ich habe es gesehen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist die Idealbesetzung. Das Blöde ist, was machen wir denn mit dem Heinz? Da gibt es schon deutlich mehr Bewerber. Fischmeck, Big Mac, Sonnenschein, mehr brauche ich nicht. Zum glücklich sein. Harr. Na, um Gottes Willen, was ist denn das jetzt? Der Bursche ist ja die lebendige Fischvergiftung. Na, also, wir brauchen da was ganz anderes. Wir brauchen so die maritime Lebensfreude. La vita e bella, sage ich nur. Buongiorno, scusi. Spaghetti, di Einzese caro bellissimo amico. Ich kenne ihn seit viele, viele Jahre und sind wir gegangen durch die Dünn und die Dick. Hinzu ist wie die 1990 Parolo von meinen Amici Conquistadore di Montezemolo. Ise wie die Daduffi di Alba, die Prosciutto di Parma. So, wenn jemand kann spielen, dieser Enzo, solamente io si capisce. Für diese Rolle, du brauchst eine Uomo, die kann unterscheiden, die weiße Vino von der Rosso, die grüne Socke von der gelbe. Die muss er aber klasse. Presenza, Stravaganza. So, Stefano Spielberg, meine bello ragazzo. Lasse mich spielen, die Vita miracoloso von unserer Enzo. Oder ich muss dir geben una Vaccetta di Knacke, wie in meine großen Filme. Das Spencer Bartmer, alter Freund.
Super. Toll hat er das gemacht, gell? Ich hab's das gesehen, und er ist ja wirklich ein ganz ein lieber Freund von mir. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt letztendlich gefunden haben, dass wir den richtigen haben für den Heinz. Ihr habt es jetzt also gesehen, es war schon beim Casting sehr, sehr schwierig, die richtigen zu finden. Schwieriger war es aber dennoch, dann einmal herauszufinden, welches Genre wollen wir eigentlich dem Ganzen geben. Diese kulinarische Naturgewalt, die Margit, diese royale Küchenfee, wie ich sie gerne nenne, wie kann man ihr denn genremäßig wirklich Herr werden? Wie kann man ihr profund Gesicht und Stimme verleihen? Diese Frage hat meine Produzenten fast in den Konkurs und mich, ihr seht es eh, an den Rande des Wahnsinns gebracht. Wie soll es anlegen, habe ich mir gedacht. Backend wie den weißen Hai. Überirdisch vielleicht. Wie den E.T., den kleinen. Bewegend wie ein Ossi Schindler. Oder historisch vielleicht, wie ein Indiana Jones. Hier ist so viel zur Auswahl gestanden, und dann habe ich mir gedacht, ach, jetzt mache ich mal ganz was anderes. Jetzt mache ich einen Zeichentrickfilm. Jetzt brauche ich wieder mal wirklich was zum Essen. Nein, wir haben gesagt, jetzt gehen wir wieder Weightwatcher-Programm durch. Und? Wir schauen eh schon wieder gut aus. So ein Blödsinn, wie komme ich denn dazu? Dir wächst die Kugel, was soll ich machen? Wie die Haare vom Kopf reißen und auffressen oder was? Nein, das ist Lebensentzug. Ja, lustig war es, gell, Herr? Ja. Ich meine, lustig, aber ein bisschen kindisch auch, gell, habe ich mir dann gedacht, nicht? Vielleicht sollte man da was finden, das dem Alter der Protagonisten oder ihrem reifen Wesen, sagen wir besser, eher entspricht. Und so bin ich dann halt auf die Idee gekommen, machen wir doch was in Schwarz-Weiß. Was ist denn los? Ich habe so viel zu tun. Ja, passt schon, jetzt setz dich mal hin. Warum? Was passiert jetzt? Jetzt reden wir über die Sitzordnung. Gell? Was so, was für Sitzordnung? Am Gourmet essen ist eh alles klar. Passt, aber nicht beim Wein. Was? Ich will was trinken. Willst du was trinken? Passt, alles klar, kriegst du, gell? Ein Glas Wein hätte ich. Ja, jetzt sag ich dir mal, schau, pass. Wer sitzt da? Bitte ein Wein. Wer sitzt denn da? Die Eva. Die Eva, gut. Und da daneben dann wahrscheinlich der? Franzi. Der Franzi, ganz genau. So, andere Seite. Der Pilger Franzi. Der Pilger Franzi. Und da wollen wir haben den? Erwin. Den Erwin, ganz genau. Und seine Liebe. Brigitte. Die Brigitte, so ist es, ganz genau. So, und so jetzt, ich habe einen Durst. Bitte bring einen Wein. Passt auf zum Frühwirt, gell? Muscatella. Probieren wir jetzt Schatz die Weine rein, von heute. Achtung! Hat das schon wieder hingelegt? Das Kinderherz, das gibt's ja nicht. Nein, das hast du geschossen im Waldviertel. Ja, im Waldviertel, genau. Das passt so. Mir gefällt's eh nicht. Ja, so, komm, jetzt trinkst du mal was. Trinkst du mal einen guten Zupperl? Nein, ich wollte einen Wein. Ja, das macht, das ist ein Wein. Ich wollte einen Wein. Weinschaumsuppel, komm, iss jetzt einmal. Ein Weinschaumsuppel. Ja, Weinschaumsuppel, so ist aber es. Aber kriege ich jetzt einen... Noch einen Wein dazu, oder was? Ja, kriege ich einen Wein, ja, ja, na ja, gut, okay, na gut, selbstverständlich. Danke. Geht schon, und los geht's. Pass auf Treppel, auf die Dekoration. Ist der immer noch da? Das gibt's ja nicht so. Das, na gut. So, du wirst das ja. Du, da, jetzt haben wir einen. Einen Gattling habe ich jetzt bei der Hand. Sehr gut. So, und Prosten. So, dann stoßen wir mal an. Gleich dem lieben Franzi. Eva, noch was? Die ist ja noch gar nicht da. Macht ja gar nichts. Muss das jetzt sein? Bitte schön. Muss das jetzt sein? Wir haben ja für nachher nichts mehr. So, einmal rein. Aber die Suppe ist schon gut. Die Suppe habe ich gut hinbekommen. Und jetzt auf die Gläser. Und zurück mit dem Fläschlein. So, was ist jetzt mit meinem Wein, bitte? Können wir jetzt endlich anstoßen? Das geht ja wieder. Das dauert immer bei dir. Das ist ein Wahnsinn. Prost, Heinz. Prost. Auf einen gelungenen Abend. Gourmet-Essen bei den Dietrichs, gell? Immer wieder eine Freude für alle Beteiligten. Vor allem für die Gastgeber. Na, super Sache eigentlich, ja, wir waren auch ganz begeistert. Nur haben wir uns dann gedacht, irgendwie dreht sich das alles doch ein bisschen im Kreis, und eigentlich haben sich die zwei ja verdient, dass da ein bisschen Leben reinkommt in den ganzen Film. Und haben uns gedacht, wie könnte man das eigentlich besser schaffen, als mit einer guten alten Komödie. Musik.
geschafft. Ich freue mich. Schau, das Publikum bei McDonald's ist auch nicht so schlecht, wie du mir sagst. Das Essen ist fantastisch, die Bedienung ist super. Brauche ich nicht mehr. No. Was? Ja, brauche ich nicht, ehrlich. Alles grauslich. Okay. Geh bitte, so ein Blödsinn. Jetzt sind wir endlich einmal da. Jetzt isst du endlich einmal da was. Jetzt habe ich was ausgesucht, was dir schmeckt. Aber jetzt kannst du schon wieder nur käppeln. Ich weiß nicht, das ist immer dasselbe mit dir. McDonald's ist nicht so schlecht, wie du sagst. Schau dir das einmal an. Der Big Mac, ganz ein tolles Ding. Die Lederschuhe von meiner Budapest, das ist besser. Nein, das ist doch gut. Ja. Was hast du nur? Der Fischmeck zum Beispiel. Da lauter Silberfisch drin. Nehme ich die vom Koch. Was ist mit Pommes? Ja. Plastik-Solette. In so Frankreich wirst du erschossen dafür. So ein Blödsinn. Ja, so ist es. Ist Blödsinn. Und das gibt es am Salat auszusetzen. Das ist ein kompostierter Sondermüll. So ein Blödsinn. Ja. Noch einmal, wenn es noch irgendwas motschkern. Ja, alles. Du motschkerst die ganze Zeit. Blödsinn. Du motschkerst die ganze Zeit. Ich finde das grauslich. Jedes Mal, wenn wir da sind, musst du motschkern. Weil das auch ein Blödsinn ist. Na, ich sag dir jetzt einmal was. Bei uns ist man Burenwurst. So ist es. Ja. Weißt du, wie du klingst? Weißt du, wie du klingst? Sag mal. So, zeig dir was. Ja, die ganze Zeit, wenn du redest über das Essen von McDonald's, klingst du genau so. Ja, bitte. Ja. Was? Ich mag das nicht. Ja. Das schmeckt nicht. Ich finde, das ist Liebesentzug. Keiner hat lieb. Schon schon alle her jetzt. Koch mir was. Bitte kannst du jetzt aufhören mit dem. Das nicht. Das schmeckt mir nicht. Nein. Ich mag was. Ja. Das ist schon alle her. Nur Kacki, Kacki. Nein, das es ist nicht. Na und, jetzt bist du zufrieden? Jetzt bist du siehst zufrieden? Siehst du, so klingst du. Pommes, magst du jetzt kosten oder nicht? Tja, der Heinz und seine Ideen, gell. Der Margit stand der Genusse richtig ins Gesicht geschrieben. Ja, eigentlich haben wir uns gedacht, das war es jetzt. Jetzt haben wir es, so soll es sein und ja, dann haben wir uns halt alles nochmal angeschaut, haben überlegt, hin und her, wird ihr das wirklich gerecht? Wisst ihr, in all ihrer Größe, in all ihrer Erhabenheit, passt es so, wie es ist? Haben wir uns gedacht, nein, auch das ist zu wenig. Man muss ja all diesen Küchenkompositionen, die sie da immer uns kredenzt, auch ein entsprechendes Denkmal setzen. Und da habe ich mir gedacht, der Küchenkomposition muss auch eine filmische entgegenstehen. Und was gab es da Schöneres, als wirklich was ganz Großes, eine wirklich große Oper zu machen? Und wer wäre dafür prädestinierter als unser lieber langhaariger Freund, der André Rieu? Und jetzt schaut euch bitte an, was wir daraus gemacht haben. Fleisch und nimm Hummer. Dauert es noch, sag endlich wann, bereit uns keinen Kummer. Wir fanden den Herd, den Löffel schwicht, der Küchenduft köstlich. Es knarrt und zischt,
Es kocht und dampft und schmeckt einfach festlich. Der Heinz urgiert, wo ist mein Schmaus? Er kann schon niemand fressen. Die Kinder und die Enkel auch wollen endlich essen. Liegt sie auf die Obentür und es erscheint der Braten. Knusprig geschickt ist er gefüllt, wir können's kaum erwarten. Nun geht zu Tisch, es gibt uns was, komm, lasst uns köstlich essen. Wir heilig lauf und auf die Mühe, von mir nicht nur auf den Mann auf Schema, das, ich glaube, das wird der Mangel gefallen. Ja, ich glaube auch. Schema.